Hallo ihr Lieben, heute verkosten wir Fläche Nummer 10 und beobachten ein bisschen den Marco, wie er an den Etiketten am Designen ist. Am Basteln sein, am Tun und Machen. Hallo Kinders, Fläche Nummer 10. Fläche Nummer 10 aus dem Adventskalender. Fläche Nummer 10 ist ein sehr junger Whisky noch und ich muss gestehen, ich weiß, wo er herkommt. Er kommt nämlich aus Taiwan und Moment, wo ist meine Liste? Ich habe euch mitgebracht den Kavanan Solisten Ex-Bourbon Cask mit der Nummer B14-1231-098A. Originalabfüllung, 179 Flaschen hat es davon gegeben, 58,6 Volumenprozent. Und das Schöne ist, wenn man auf die Flasche oder auf den auf die Fassnummer, genau, da haben wir es, auf die Fassnummer springst, dann fängt die mit 14 an. Und die 14 verrät uns, dass der Whisky in 2014 destilliert worden ist. Ich habe auf den Bottle Code geguckt, also auf den Abfüllcode, da war 2021 markiert, so dass wir mit relativer Sicherheit sagen können, dass der Whisky so ganz grob um die 7 Jahre alt ist. Und wer mich kennt und schon mal das ein oder andere Tasting mitgemacht hat oder auch sonst schon mal hier und da ein Video zum Thema Kavanan von uns gesehen hat, der weiß, dass ich Kavanan ziemlich lecker finde. Und was mir an denen so gut gefällt, ist, dass sie auf der einen Seite durch die relativ kurze Reifezeit noch die strotzige, kräftige Jugend haben, 58,6 Volumenprozent, und auf der anderen Seite durch das besondere Klima, was halt in Taiwan vorherrscht, schon ein gewisses Alter verspüren lassen. Für alle die, die nicht wissen, wovon ich rede, wir haben den sogenannten Angel Share, also den Teil der Engel, der im Laufe eines Jahres aus so einem Fass einfach an Flüssigkeit, an Alkohol und so weiter verfliegt. Und moin Hans, komm einfach rein, fühl dich wie zu Hause. Der Teil, der aus dem Fass verfliegt, ja, du musst weitergehen, ich bin Video am Aufnehmen. Tach! Und der Angel Share ist in Schottland im Normalfall so ungefähr 2% und in Taiwan kann das auch schon mal 15, 16, 17% sein. Und was bedeutet das? Also der eine oder andere wird jetzt sagen, um Himmels Willen, es geht viel mehr Alkohol, es geht viel mehr Flüssigkeit verloren, es ist immer weniger im Fass drin zum Verkaufen. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass der Verlust der Flüssigkeit und des Alkohols ist ein bisschen wie das Einreduzieren von einer guten Soße. Heißt, je stärker oder je größer der Angel Share, desto stärker werden die Aromen komprimiert in relativ kurzer Zeit. Und dadurch ist im Grunde genommen eine Reifung in einem Land, wo der Angel Share höher ist, das hat ein bisschen was mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu tun, eigentlich viel besser für den Whisky, weil er sich schneller entwickelt. Und so hat man halt einen 7 Jahre alten taiwanesischen Whisky, der viel komplexer und viel öliger und viel älter daherkommt als ein vergleichbarer Schotter. Und was das im Einzelnen bedeutet, die erste Nase ist durchaus kräftig, ich spüre den Alkohol. Ich habe sehr viele Vanillenoten, helle Fruchtnoten, ein bisschen Eichenholz und total komisch. Kann überhaupt nicht sein. Ich habe in der ersten Nase das Gefühl, es ist ein bisschen rauchig. Was bei dem Whisky überhaupt nicht sein kann. Also, sagen wir einfach mal, ne? Hans ist reingekommen. Wahrscheinlich hat er draußen noch eine Kippe geraucht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Das darf nämlich eigentlich nicht sein. Aber die schöne Hellfruchtigkeit, Stachelbeere, ein bisschen Litschi. Apfel, Birne, Pfirsich, alles da.
Auf euer Wohl. Wow. Boah, der hat Feuer. Richtig intensiv, richtig kraftvoll. Der Alkohol ist sehr dominant da. Fast schon ein bisschen scharf im ersten Antritt. Ordentlich Karamell, Vanille, einen guten Schuss Eichenholz, eine leichte tannine Bitternote kommt mit durch. Dann kommen die schönen Fruchtaromen. Und das Ganze ist so, boah, es ist richtig, es ist, kommt auf die Zunge und es macht klapp, 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 klapp und es wird immer, immer mehr und immer wuchtiger am Gaumen. Ein richtig kräftiger, intensiver, ja, schöner Bourbon Cask Whisky. Kostet, wenn mich nicht alles täuscht, so um die 110 Euro so ein Fläschchen. Und ja, für alle die, die sich fragen, warum ich denn schon wieder am Zeichenbrett sitze, ich tue das doch gefühlt die letzte Zeit andauernd. Kavalan im Glas und an Komlan am Arbeiten, weil alle die, die aufgepasst haben, wir haben dieses Jahr zwar die ein oder andere Hilfsaktion gemacht, so haben wir für den Whisky-Bahnhof in Ahrweiler an Kalila abgefüllt, der zum Teil halt als Spende für den Wiederaufbau vom Bahnhof gedacht war. Wir haben für den Hans, der gerade reingekommen ist, gesammelt. Wir haben auch sonst noch unter dem Jahr das ein oder andere versucht, Gute zu tun. Aber Komlan gab es dieses Jahr noch nicht. Und wie sollte 2021 zu Ende gehen ohne Komlan? Heißt, ich arbeite gerade an Komlan. Es wird ein ausländischer Komlan. Nein, es wird kein Kavalan. Und ja, lasst euch überraschen, in den nächsten Tagen gibt es bestimmt so dazu mehr. Ich glaube, wer den so wie ich im Glas hatte und Bourbon Cask mag, der findet den lecker und gut. Und ich finde, der hat auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und in dem Sinne, lass mal gerade spinksen, was uns morgen erwartet. Morgen sind wir in Schottland wieder unterwegs mit was, oh, bodenständig wäre schon hart formuliert, aber mit was Klassischem. Und in dem Sinne wünsche ich euch ja noch einen schönen 10. Dezember, macht es gut und wir sehen uns morgen. Tschüss.